Ich möchte jetzt hier kurz zeigen, dass man hier diesen Schutzstopfen wegnehmen sollte, bevor man das Gerät das erste Mal nutzt. Hier, ja? Das brauchen wir nicht. Und es gibt zwei Gewindeeinsätze. Beide passen auf die mitgelieferten Flaschen. Das eine von beiden hat aber innen drin ein kleineres. Und deswegen nehme ich das kleinere her, weil da passen unsere schwarzen Violettglasflaschen drauf, aber auch Mineralwasserflaschen. Hier passen dann eher die, bei der größeren hier innen drin, passen dann die Plastikwasserflaschen 1,5 Liter oder so typischerweise drauf. Genau, und jetzt kann man das Ganze, in diesem Beispiel mache ich es jetzt mal mit der Kunststoff, mit der Glasflasche, befüllen und mit heißem Wasser befüllen und dann zuerst prüfen Sie auch, ob es das richtige Gewinde ist hier. Es gibt nämlich an dieser Flasche zwei verschiedene Gewinde. Das eine passt gut, das andere nicht so. Kann ich jetzt selber gar nicht so beurteilen. Die scheinen beide gut zu sein, aber ich habe das Gefühl, diese Seite ist besser. So, passt gut drauf. Und das wird dann jetzt mit heißem Wasser befüllt und eigentlich über Nacht dann auch eingeweicht, weil die Membrane vor dem ersten Gebrauch eben zuerst einmal eingeweicht werden muss. Sie darf nicht mit Wasser befüllt transportiert werden, erlaubte der Zoll nicht. Genau, und man hat noch diese Kunststoffflasche, die ist nicht doppelwandig, somit fasst die natürlich um einiges mehr als die doppelwandige Glasflasche. Ladekabel, das ist noch so ein Schutzteil, falls man das offen hier lässt, kann man das noch so drauf tun, aber beim ersten Mal hält es irgendwie genau an so einem Ort, an so einer Position. Die muss man schon hier finden, das ist die hier. So. Ja. Aber ich finde, wir brauchen die nicht so. Und hier unten ist dann auch eben hier Sauerstoff, was hier entweicht. Und ein bisschen Wasser kommt auch raus. Das muss man ab und zu entleeren, wenn man sieht, da ist jetzt Wasser drin. So. So. Machen wir noch ein paar Fotos und dann befülle ich das mit Wasser. To quench the thirst
of who arise. Mãe d'água da natureza, onde a vida eu estou lá. I am the water of Mother Nature, where is life? I am there. Estou no sangue das suas veias e em cada lágrima que rolar. I am the blood inside your veins. I am the tears that you cry. Eu sou a fonte de toda a vida. Eu sou o rio, eu sou o mar. I am the source of life. I'm the rivers. Estou presente em todos os reinos, saciando a sede de quem chegar. I am present in four kingdoms to quench the thirst of who arrives.